Wie geht's, wie steht's, meine Freunde? Wir sind hier wieder bei Let's Play Chaos Scheiß mit irgendwelchen Noobs, Kackbuns Versagern und mit mir, dem größten Kackbuns Versager. Deswegen lasst uns Spaß haben. Was ich aber gut finde, ist, dass die alles pullen, ne? Gucken doch einfach mal an, mein Gott. Die werden sich nicht, die kann einfach wegdöten. Easy going. Wenn er schon die da hinten angreift, dann kann er auch die da vorne angreifen. Das ist eh doch nicht so Spaß. Guck mal, wir schon so ein bisschen ein. Komisch, was hier abgeht. No, ich mal mit meinen Zusatzzeichen. Das sind übrigens die Hexer-Zusatzzeichen, die müssen sein. Aha, jetzt beginnt schon der Heiler sich zu beschweren, so muss es sein. Oh, Alter, was macht denn dieser scheiß Monk? Das. Nee, warte mal. Auch mal anders da. Vielleicht macht er sogar mit, das wäre doch mal ganz schön. So. Ich glaube zwar kaum, dass der Monk abkratzt hier drinne. Aber egal. Es wäre schon mal was Schönes zu sehen. Ganz einfach das Thema. Vielleicht spielt er ja mit. Mal gucken. Nee. Glaube nicht. Ich will einfach nur schnell durch, das ist alles. Schade. War doch mal ein bisschen actionlastiger hier, wenn er mal verrecken würde einfach. Tilonto, du Penner. Naja. Also wenn ich als Heiler reingehe und irgendjemand macht da Fakt und da bin ich ein bisschen strikter drin, aber da geht es auch um Level 90. Also die Welt ganz anders da aus. Hier ist es ja egal. Hier könnte sogar ich pullen. Oder tanken im Endeffekt. Mit meinem Pferd. Ist also scheißegal, wer tankt. Hier kommt oder so durch. Das passt. Vielleicht haben wir schon wieder Level up. Freunde, das geht ja ab wie Schmitz Katze hier. Und wenn wir die ganzen Quests abgegeben haben, dann geht es erst richtig ab. Muss man auch mal dazu sagen. Los, auf den Borsthof. Geht ruf. Jetzt stirbt er. Tilonto stirbt. Ah, verreck, du Bastard. Verreck. Verreck, du Opfer. Stirb. Ich will dich sterben sehen. Nein, der hat, glaube ich, überlebt. Der Kampf ist vorbei. Nein, er stirbt. Komm schon, stirb. Jawohl, er ist tot. Das hab ich auch geil gerade. Und wir sind Level 30. Ja, na, wenn das mal nix ist. Ich bin glücklich. Schreckensgeheul. Damit können wir alle in Angst und Schrecken versetzen. Fail, dachte ihr, geht dahin. Es ist schon fail, dass du als DD tankst. Na okay, meine Schreibweise ist auch fail. Muss aber keiner wissen. Ja. Akanias, du brauchst Freunde. Man merkt's. Das ist mein Name in Ruhe, der ist edel. Das ist ein edler Name. Sir Lord Henry Triperius. Wenn das mal nicht edel ist, weiß auch nicht weiter. Oh, 916er Crit schon. Wir kommen schon bald an die Tausender dran. Das ist ja genial. Hier gibt es irgendwelche Gegner, die machen so viel Schaden. Keine Ahnung, wer das jetzt genau war. Ich glaube, die Hallenwachen sind es. Weiß ich aber nicht. Ich glaube, dieser Tilonto, da ist wirklich als Tank drin. Hat sich als DD angemeldet, aber ist eigentlich Tank anscheinend. Naja. Er greift weiter an und verreckt hoffentlich nochmal. Das ist doch egal. Aber spiel mal richtig, als ob er sich das daran hält. Ich würde ihn die ganze Zeit einfach sterben lassen, ohne Heilung, ohne nichts. Einfach da stehen, zugucken, fertig. Das macht am Ende am meisten Spaß. Dann lernen so Idioten es endlich mal, dass sie sich nicht benehmen können, wie die wollen. Das ist auch so eine Sache. WoW ist richtig kindisch geworden, seitdem es diese Looking for Random gibt. Das ist so dramatisch einfach nur noch. Jeder, was er will. Das war in Classic-Zeiten anders. So, hier hauen wir jetzt mal Feuerregen raus. Damit machen wir jetzt eigentlich den meisten Schaden.
nochmal Feuerregen, müssen wir leider noch kanalisieren. Kanalisieren, wie heißt das? Ich glaube so. Toll, hohe Bedrohung gekommen. Aber es reicht mit dem Zaun. Perfekt. So müssen die verrecken, Freunde. So. Und nicht alles da. Ich liebe Feuerregen. Ich weiß nicht genau, mit welchem Level das ist. Ich glaube 70 oder sowas. Dann kam. Oder nee, noch früher eigentlich. 60 irgendwie sowas. Da kann man den Zauber einfach drücken und kann dann weiterhin Attacken starten. Und Tylanto ist wieder tot. Wer hätte das gedacht? Und ich habe die Akku gezogen. Bams. Noch kurz einen Vierzauber gemacht. Du bist kein Tank. Ah, fuck. Sag doch mal jemand, dass ich falsch schreibe. Zu Recht. Du bist kein Tank. Da bin ich Kackenkreis drin. Ist einfach so. Alles muss werden. Niemand darf von irgendjemand hat gerade den Magier angegriffen. Nee. Gut. Haben wir irgendwas von uns bekommen? Nix. Aber als DD angemeldet. Alter, wie schreib ich? Glaub ich. Oje. Oh yeah. Oje, macht 108 Schaden, weißt du, was ich meine, und behauptet, ich bin Tank. Idioten. Idiotenpack. Jupp, doch nicht. Ach ja, genau. Boah, Alter, neben dem Boss mache ich ja gar keinen Schaden. Was ist denn hier los? Der rastet ja komplett auf, wie viel Leben hat denn der? 50.300. Eigentlich gar nicht so viel. Ich mache nur keinen Schaden. Genau, gut. Wie lange haben wir jetzt für die Instanz gebraucht? Ging eigentlich recht schnell, oder? 10 Minuten? 12 Minuten? Aha. Jetzt habe ich natürlich einen großen Nachteil, weil ich zaubern muss. Und das geht leider im Laufen nicht. Erst später könnte man das machen. Tylanto stirbt wieder. Ich bin so glücklich. Nein, wer gibt die Heilung? Oh, gut. Ich mache mich unglücklich aus. Wieso ist meine Leiste überhaupt weiß? Sonderrechte oder was? Anscheinend schon. Da hat das WoW auch endlich mal gemerkt, dass ich was Besonderes bin. Yibi. Wo stimmt jetzt? Die EP kriegen wir für den Bastard. Aber wir kriegen ja noch Zusatz-EP wegen Random. Ging gut, ja. Irgendwelche geilen Handschuhe für uns? Nix. Ach, ist doch schwul. So, den müssen wir nochmal looten. Der hat einen Gegenstand. Perfekt. Zwei Quests müssen wir an dem abgeben jetzt. Nicht an dem, sondern bei dem. Oh, wir können was Neues auswählen. Weltliche Ängste oder Schattenfuror. Wir nehmen für PvP würde ich sagen Schattenfuror. Für Einzelduelle weltliche Ängste. Und wir nehmen einfach mal weltliche Ängste. Ist scheißegal. So, haben wir noch einen Vierzauber. Das ärgert die meisten Leute gerne. Abgeben. Und abgeben. Geil! Sind wir böse vorangekommen. Das geht auch richtig ab. So, wir gehen jetzt wieder raus. Instanzgruppe verlassen. Machen noch die Quest zu Ende. Die müsste ja in 1000 Jahren mal zu Ende sein. Hoffe ich mal. Jetzt sind wenigstens wieder die Viecher gespawnt. Das war auch noch das Glück, worauf ich gehofft habe. Und dass natürlich hier kein Drecksack sich rumtreibt. Du musst weg aus der Leiste. Stirb. Stirb. Jawohl. Komm. Zwei Stück. Nicht mal eins, Alter. Das ist doch so eine Droprate vom Allerfeinsten. Dramatischer Mist hier. Wann kriege ich denn eigentlich einen Chaosblitz? Das weiß ich gar nicht. Ich glaube in Level 70, 60. Keine Ahnung. Schon zu lang her. So, nochmal so einen Korn bekommen. Das ist wieder eins. Ich glaube ja, wenn wir die Quest hier fertig gemacht haben, müssen wir nach oben zu diesem einen Kristall, den wir da gesehen hatten. Den hier. Müssen da die Quest abgeben, aber ich bin mir nicht sicher, ehrlich gesagt. Wir glauben es nicht wissen, deswegen ist es nicht. Das gefährliche Halbwissen, was ich hier gerade verbreite. Aber das gucken wir gleich. Der noch? Mit ein bisschen Glück hat der jetzt noch diese Scheiße dabei und dann haben wir es doch endlich mal geschafft. Okay, aber wenn wir da oben die Quest abgeben müssen, dann müssen wir den ganzen Weg da wieder reinrennen. Das ist auch scheiße. Aber logischerweise hat er nichts dabei gehabt. Und warum? Weil es ein Arschloch ist. Juhu! Komm auf, kratz ab. Jetzt bin ich gespannt. Ja, ich hab's geahnt. Fuck!
Ich kann uns trotzdem noch diese anderen Penner hier alle antun. Normalerweise, wenn ich jetzt im Einzelspielerspiel wäre, wäre es mir eigentlich scheißegal, weißt du, so interessiert keinen, weißt du, aber in einem Let's Play ist das eine starke Zeitverzögerung und sowas mag ich gar nicht. Da will man schon ein bisschen was erreichen in jeder Folge. Auch wenn das selten möglich ist, muss man zugeben. Komm, wir buffen uns mal mit unendlicher Atem. Kann man immer gebrauchen, vor allem an der frischen Luft. Jetzt können wir nämlich unter Wasser atmen, so, perfekt, oder? Muss mal drauf achten, dass wir den Buff durchgehend draufhalten. Und der stickt mir noch an der frischen Luft. Wenn wir eine Wasserattacke kriegen, wer weiß. Komm, wir müssen da hin, wir müssen da hin. Ja, wäre auch, wenn der Ramok wieder da wäre, aber das bezweifle ich. Sonst hätte das Addon schon längst ausgeschlagen. Stierbuddler. Boah, ich hätte diesen Packfippi lassen sollen, statt den Leerwandler vorhin. Der macht ja alles richtig platt. Der tötet auch schön aus der Ferne, macht schnelle Angriffe. Viel effektiver. So. Was haben wir hier noch? Hier ist nichts mehr. Jawohl. Dann müssen wir noch hier unten hin. Hier müssen wir hin. Pff, da laufen wir nicht hin. Vergiss es. Wir sind ja schon Level 30. Normalerweise, wir könnten jetzt in ein anderes Gebiet gehen. Wir sind sogar schon 31. Ach komm. Scheiß drauf. Ne? Wir sind schon so weit, Dämonensklave. Brauchen wir nur für das grüne Feuer. Das habe ich übrigens mit meinem Hexer, bin ich sehr stolz drauf. Aber naja. Müssen wir hier raus? Ah ne, hier müssen wir raus. Okay. Ja, wir sind schon 31. Das ist jetzt scheißegal. Wir geben jetzt die Quests ab hier. Och, dann ist gut. Dann reicht mir das. Dann wandern wir ins Hinterland. Ins hintere Land aller Länder. So, steig auf. Mal gucken, dass wir an den Leuten hier vorbeikommen. Scheiße. Hab ich was für den runtergebreddert? Wollte ich eigentlich gar nicht. Aber es diente auch als Abkürzung. Komisch, jetzt sind auf einmal voll viele Goblins draußen. Kobolde, Mensch. So, Quai und Kilo. Was? Kinolori. Kinolori. Finde Quai. Finde Quai auf dem Hügel über Goshteks Hof. Wie viele EP gibt denn diese Quest? 1783 Erfahrung. Naja. Was geben die anderen, wenn man die abgibt? 5000, 7000, 7000. Könnte man machen, muss man aber nicht. Mal gucken. Was hat mich gerade abgemountet? Was mountet mich denn automatisch ab? Sag mal, bin ich bescheuert oder so? Komische Scheiße. Ach, die Quest geben wir jetzt einfach ab und dann geben wir noch die drei ab. Versuchen wir weiter zu wandern. Das schaffen wir vielleicht schon in dieser Folge, das wäre doch auch genial. Hätte mir schön Zeit gespart. Können wir in der aller Frische in der neuen Folge anfangen. Das wäre schön. So, finde ich überhaupt, was ich suche? Ein Ramob! Wo? Wo? Der wäre genial jetzt. Hui. Ah, da drinnen. Cool. Perfekt. Zieh nicht im Sichtfeld. Warum denn? Jetzt. Jawoll. Er gibt auch nochmal schön viel EP. Man beachte bitte wieder die Leiste. Warum die eine Quest gar nicht mehr abgeben? Ja, okay, so viel hat er jetzt auch nicht gegeben. Komisch. Egal. Weg da. Ja, okay, wir kommen nicht mehr hoch. Scheiße. Ich habe wieder ein bisschen Scheiß gebaut, ich geb's zu. Hilfe, 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 Hilfe. Nicht abmounten, bitte nicht abmounten. Apotheker Jorel ist kein Ramob. Nein! Verpisst euch, verpisst euch. Ja, okay. Das sind zwei Stück, die nichts können. Einer ist abgehauen. Wir können wieder aufmounten. Weiter geht's. Perfekt. Aber ich laufe in die falsche Richtung. Was ist denn hier los? Hier muss ich hoch. Ja, weißt du, da wollte ich noch ein bisschen die Quest schnell abgeben. Wollte alles im Schnellen machen, was ist. Ich verzögere nur Zeit. Schon 31. Wenn wir jetzt in der Stadt sind, könnte es sein, dass wir fast 32 sind. Aber auch nur fast. Ich glaube nicht, dass wir das komplett schaffen.
Und dann sind wir eigentlich gut gewappnet fürs Hinterland. Da kann man bis 35 questen. Und dann könnte man in die westlichen Pestländer könnte man schon gehen. Krass. Die Zeit vergeht schnell, muss man mal sagen. Geht auch ziemlich schnell jetzt mit dem ganzen Equipment, was wir hier überhaupt anhaben. Das ist schon gut. Müssen wir immer wieder ein bisschen aufbessern. Wir haben eigentlich nur Schrott-Equipment, wenn man von den Account-Sachen absieht. Oder? Ja. Ja, ist schon veraltet. Level 20 halt und sowas, ne? Es ist schon recht mager. Das ist sogar noch älter, der Kram. Naja. So, los. Jetzt muss ich was abgeben jetzt. Grüße. Wow, drei Quests zum Abgeben hier. Man sieht sich. Ich will keine neue annehmen. Ich will einfach nur noch abgeben. Was nehme, was nehme. Seid vorsichtig. Was auch noch abgeben. Oh, hier kriegen wir gute Armschienen. Nicht schlecht. So, was auch was zum Abgeben? Nee, ne? Nein, ist nichts mehr. Okay, Freunde, würde ich einfach mal sagen, in der nächsten Folge rocken wir weiter. Tschüss.